Im Rahmen des internen Wettbewerbs WCM Ideenjäger wurden bei ArcelorMittal Bremen 22 Projekte aus unterschiedlichen Bereichen prämiert. Durch die Umsetzung der prämierten Ideen konnten zum Beispiel Anlagen optimiert und Arbeitsprozesse sicherer gemacht werden. Wir haben ein richtiges Fund, das ist die Mannschaft hier am Standort ArcelorMittal Bremen. Das ist Qualifikation, das ist Einsatzbereitschaft, das ist auch Bereitschaft, solche Sonderaktionen mitzutragen. Und das macht ein ganzes Stück Erfolg aus. Und eines dieser Elemente ist eben auch der Ideenjäger-Wettbewerb. Und was sicherlich schön ist, bei all den, ich sag mal, kritischen Punkten, die wir haben, bei all den Ansprüchen, die wir auch haben, das noch mehr zu intensivieren, noch mehr zu aktivieren, gibt es eben auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr viele schöne Projekte aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das die Auszubildenden sind, ob das VD ist, ob das alle Hauptbetriebe sind. Es gibt sehr schöne Projekte, die eben genau diesen Charakter tragen, dass wir hier Dinge vorantreiben, Dinge entwickeln, Dinge verbessern. Wir tun gut daran, immer darüber nachzudenken, wie kriegen wir es hin, dass wir solche Tage wie diese hier heute, wo wir Menschen auszeichnen für das, was sie getan haben, damit dieses Unternehmen auch zukunftsfähig bleibt, wie wir die erhalten, wie wir die stärken. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir solche Systeme etablieren, verstärken, weil wir sie für dieses Unternehmen brauchen. Und in diesem Sinne bin ich ebenfalls froh, dass wir den Druck ein bisschen rausgenommen hatten in diesem Jahr durch die Ergebnisse. Und ich bin auch froh, und das sage ich hier ganz deutlich, dass niemals vom Vorstand an uns herangetragen wird, wir setzen den Ideenjäger aus. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir vor knapp einem Jahr einen schweren Unfall in der Brega hatten, in der Instandhaltung der Brega. Ein Mitarbeiter hat dabei einige Finger verloren. Und das nahmen die Kollegen in der Lehrwerkstatt zum Anlass, sich Gedanken zu machen, wie man berührungsfrei Schleifvorgänge an einer Drehbank durchführen kann. Das, was Sie als Gerätschaft entwickelt haben, wird jetzt flächendeckend auf der Hütte eingeführt. Und ich darf auch ergänzend dazu sagen, dass die Kollegen sich entschieden haben, am Bundeswettbewerb der Berufsgenossenschaft mit Holz und Metall teilzunehmen. Das Projekt ist ein ganz wichtiges Sicherheitsprojekt, das mir auch ganz näher am Herzen liegt. Das geht darüber, die Sicherheit beim Radladerverkehr im Hauptbereich, wo wir leider in Dünkirchen vor zwei Jahren einen tödlichen Unfall gehabt hatten. Dass wir auch dann entsprechend würdigen ist, wenn es gelingt, dass wir zusammenarbeiten über Abteilungen, aber vor allem auch über Hauptabteilungen. Das ist etwas, was dieses Arbeiten dann auch auszeichnet und entsprechend wird es dann auch ausgezeichnet. Das ist etwas, was dann über das Tageswerk hinausgeht und uns dann ein bisschen mit dem Netzwerk dann auch versorgt, was auch weitere Verbesserungen dann möglich macht. Und man lernt sich kennen, man lernt Kollegen kennen. Das ist etwas, was wir dann auch sehr, sehr gerne entsprechend dann würdigen und fördern wollen.